Weihnachtssterne sehen nicht nur wunderschön aus, sie sind auch ein super Mitbringsel, wenn man in der Vorweihnachtszeit eingeladen ist. Immer wieder hört man aber, dass die Pflanze giftig sei. Was ist dran? Der Weihnachtsstern gehört zur Familie der Wolfsmilchgewächse. Diese enthalten einen giftigen Milchsaft, der bei Hautkontakt zu Reizungen führen kann. Die bei uns im Handel erhältlichen Weihnachtssterne sind jedoch Nachzüchtungen. Sie enthalten viel weniger Giftstoff als die Wildform. Vorsicht ist aber dennoch geboten. Bei Kontakt mit dem Milchsaft kann es noch immer zu Juckreiz und Rötungen kommen. Größere Gefahr besteht für Kinder, aber auch Haustiere, wenn diese Teile der Pflanze verschlucken. Das kann zu Bauchschmerzen, Übelkeit und Brechreiz, Schläfrigkeit und sogar Benommenheit führen. Hier kann es helfen, sofort viel zu trinken. Einen Arzt bzw. eine Ärztin sollte man aber dennoch in jedem Fall aufsuchen. Zum Schutz gehören Weihnachtssterne also so weit nach oben, dass Kinder und Tiere sie nicht erreichen können. Bei der Pflege der Pflanze oder zum Umtopfen trägt man idealerweise Handschuhe.